Geschäftsstrategie Teil 2, die Activity Map. Aus meinem letzten Video nehme ich die Aktivitäten aus der Value Chain und setze die in eine neue Slides in solche Kreise ein. Dann gehe ich hin und überlege mir, was meine übergreifenden Entscheidungen, das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, für die Firma sind und setze die in weitere Bubbles rein. Und nun überlege ich mir, was passiert, wenn ich mich in einer Aktivität verbessere, ob sich dann das auf eine andere positiv auswirkt. Wenn das der Fall ist, dann gibt es dazwischen eine Linie. Und so kann ich alle Aktivitäten beurteilt entscheiden oder sehen auf eine Art arithmetischem Weg, welche Aktivitäten in meinem Unternehmen wichtiger sind. Also diejenigen mit mehr Linien sind wichtiger als andere. Das also die Activity Map. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, wie wir uns in den Bereichen verbessern können.